Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die 501. immer öfter auf heiklere Missionen geschickt. Als wir das von Bomben zerstörte Megiddo erreichten, dachte unser Jedi-Commander, wir sollten einen Droiden-Energiekollektor ausschalten. Was Ki-Adi-Mundi nicht wusste, war, dass unsere Einheit der 501. hinter einer experimentellen megiddischen Energiequelle her war, die der Kanzler für seinen Superlaser brauchte. Mundi im Dunkeln zu lassen, war nicht einfach. Der Jedi war dem Kanzler gegenüber zunehmend misstrauisch geworden und war auf der Hut vor dem kleinsten Anzeichen eines Verrats. Aber wie die anderen hatte er keine Ahnung, was wirklich vor sich ging, bis es viel zu spät war. Und bis es viel zu spät war, ist mir aufgefallen, also habe ich mir einfach gerade umentschieden, ich mache das doch so, also ich versuche immer so gut wie möglich eine Folge, eine Mission zu lang zu machen. Kann manchmal schwer werden, manchmal kann es sogar gut hinhauen. Manchmal schaffen wir sogar, nicht unbedingt zwei, aber mehr als eine Mission. Und das ist jetzt die Hauptmission. Ihr wundert euch bestimmt, warum das letztes Mal, also in der letzten Folge am Ende, einfach so abgeschnitten war. Ja, das Programm ist natürlich wieder, also in der Sekunde wäre im Grunde wieder das Bild, also die Anschauung geändert worden. Also wurde geändert, ich kann mich ja gar nicht ausdrücken. Also es wurde zum nächsten Bild gewechselt, das heißt zu dieser Zwischensequenz. Und besser eigentlich erst zu einem Film und dann zur Nein. Alter, ich kann mich hier gar nicht ausdrücken. Also erst zur Zwischensequenz, dann zum Hauptmenü, wo ich gerade gewesen bin. Und dann nochmal zu einer Zwischensequenz, zu einem Kurzfilm und dann hierhin. Den Kurzfilm haben wir ja gerade gesehen. Ist ziemlich umfangreich, wie ich so erzähle, aber ist im Grunde ziemlich einfach. Das ist jetzt eben standardmäßig, was es alles gibt. Die Chatgruppe mit alles, mit was sie ausgerüstet ist. Der Klon-Commander, hier ebenfalls Schnellfeuerwaffe. Das ist eben das schwere Ding hier, was aussieht wie ein Raketenwerfer. Sieht denn irgendwie schon ein bisschen ähnlich. Nur das ist die schwere Truppe mit dem Raketenwerfer. Und die Klontruppe ist im Standard. Es sieht doch für mich am besten aus. Gut. Unser Ziel ist ein Energiekollektor im nördlichen Bereich der Plattform. Wenn es uns gelingt, ihn auszuschalten, stehen alle Produktionsanlagen in diesem Gebiet still. Packen wir es an. Ja, und das Kommandoposten des Feindes ist auf der anderen Seite dieser Brücke. Wir müssen ihn einnehmen, um vorzurücken. Ja, und wir sind hier auf diesem... Wir sind jetzt auf diesem Monsterplanet Megiddo. Besser gesagt, auf diesem monsterzerstörten Planet. So, mal richtig zerstört, wie man hier nochmal sieht. Ja, alles einfach mal richtig vergewaltigt hier. Ja, und es gibt natürlich auch diverse Spielmodi, wo ich als letztes festgegangen war. Capture the Flag. Dann gibt es natürlich auch Angriff, also Raumangriff. Es gibt Raum Capture the Flag. Das gibt es ja auch. Hört sich komisch an, ist aber ja ziemlich, also ist ziemlich unlogisch. Gut gemacht, Leute. Vom Ablauf her. Platz machen, damit General Mundi landen kann. Schalten Sie die Geschütze aus und räumen Sie das Deck. Ja, und der ist übrigens der, der mit dem Laserschwert in der Sequenz rumgerannt ist. Und noch eins. Oh, das haben wir richtig hart gefailt. Zuhören, Männer. Bevor wir den Energiekollektor angreifen können, müssen wir durch die Schildbarrikade. Geht hinter den Schild und schaltet den Generator aus. Ja, das sind wir. Wir sind dieser Typ mit dem komischen Kopf. Und dem Pferdeschwanz. Der ist aber eigentlich ziemlich cool. Was macht der denn? Der wird wahrscheinlich hier irgendwie den Turm oder so zerstören. Whatever. Nehmen Sie den Kommandoposten ein. Er wird uns als Aussichtspunkt für die Mission dienen. Ja. Das war gerade richtig schwer. Also das ist immer noch die leichteste Mission. Kannst du glauben, aber als ich das auf der PlayStation 2 zum ersten Mal gespielt habe, die Kampagne, bin ich bereits immer nach dem
ersten Mission habe ich bereits nicht geschafft. Jetzt spiele ich das Spiel bereits innerhalb von ein paar Stunden durch. Aber das wird für euch eben einige Tage dauern und für mich ebenfalls. Zuhören, Männer. Bevor wir den Angriff auf den Energiekollektor der Separatisten starten können, müssen wir ihre Schildbarrikaden überwinden. Also laden und los geht's. Achso, das ist immer ein geiles Bild. Also ich brauche da übrigens auch gar nicht darauf ansprechen. Weil ich kann da nichts laden. Durch mein Teammate angegriffen. Es ist im Grunde ziemlich lustig, also es gibt diese Spezialangriffe. Man muss einfach immer zum Thema wechseln. Es ging natürlich... Oh, wir sind ja richtig hammer beschädigt. Beschädigt auch. Verletzt. Alter. Vergewaltigung. Hoch 3. Die können aber auch hier nicht zielen. Genauso wenig wie ich. Ich kann es mir leisten. Na gut, die kann es sich leisten. Sie sind eine KI. Die Schilde sind deaktiviert, jetzt nehmen wir uns den Kern vor. Was im Grunde einfach gewesen wäre, nicht so umständlich. Wir hätten einfach hier hochspringen können, weil hier oben ist frei gewesen. Und das dann direkt angreifen können von innen. Gute Arbeit. Sammeln Sie jetzt die Kernproben und bringen Sie sie zum Transportschiff auf der anderen Seite der Brücke. Bringen Sie die Kristalle zum Transportschiff zurück. Oh, der hat mich jetzt geownt. Ja, so schnell kann man sterben. So, wir spawnen einfach mal hier hinten. Also als Soldat wird das natürlich ein bisschen schwerer. Weil da vorne ein Panzer sind. Soldaten, alles aus irgendwas Sinnvolles. Geschütz markieren. Bringen Sie die Kristalle zum Transportschiff zurück. Ja, immer doch. Da war mein Führer. Und man sieht, der Typ wird mich jetzt verfolgen, weil ich natürlich... sozusagen... Wow! Shit! Mit der Sniper da rumzuwaschen ist auch nicht unbedingt das beste... Sir, ich sehe die beste Idee. Greif ihn doch nicht an! Ja, renn, mein Freund! Renn! Noch nicht darunter! Oh, ich bin genauso schlecht! Hilfe! Habe ich mal eine misslige Lage bekommen. Eine mehr zu misslige Lage. wir sind direkt am Spawn. Ja, so direkt am Spawn sollte es ja nicht sein. Das ist ein Spawnkiller. Ich melde dich. Ich wurde günstig gemeldet hier. Gemeldet und vergewaltigt. Ja. So viele Wort des Tages. Aber meine Teammates sind auch so schlecht und machen gar nicht mal was. Bringen Sie die Kristalle zum Transportschiff zurück. Was willst du mir jetzt noch sagen? Ich kann den Headshot verpassen. Das ist das dann, das Transportschiff, das LAAT-Schiff. Gut gemacht, meine Herren. Man kann auch hier reinspringen. Ihre Arbeit hier hat den Kanzler heute sehr glücklich gemacht. Den kennt man aus Battlefront, also aus dem ursprünglichen Battlefront auch.